Hab halt gerade bemerkt, dass ein Charakter gefehlt hat im Kampf. Oh my goodness, somehow you have been separated. Oh nein. Ups. Ich habe hier gesagt, wir wollen rausgehen. Gut, das war mein Fehler. Die gleiche Tür nochmal, die gleiche Tür nochmal. An für sich, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt nochmal, die PSP-Fassung spielen möchte. Weil, ja. Ich meine, bevor dann halt im Februar irgendwann die das Remake kommt, ne? I don't know. Könnte man nochmal die Female Protagonist spielen in der P3P. Wieso dauert es immer ewig und drei Tage, dass ich die verdammten Treppen finde? Also du bist so schnell weggegangen, da fehlt ja sogar Mitsuru gerade unter anderen Leuten. Geht doch. Na endlich mal eine vernünftige Flur. Jawohl. So geht's doch voran. Wieso halt nicht gleich so, ne? Also das war ein goldener. Der ist gerade abgehauen. Das macht nichts. Nein, falsche Richtung. A surprise attack. Two enemies. If you get into trouble, run. Last one. Incredible. That was a perfect victory. Weiter. Lasst mich doch in Ruhe, Leute. Gut, dass es Schwächlinge sind. Na, das ist keiner. Weißt du, auf Schwächlinge plötzlich dann pinkes Monster, was halt die starken Monster in der Ebene signalisiert. Lass mich in Ruhe. Oh, this is so annoying. Sorry, I have to fight. Ich finde das auch annoying. Ich gehe. Jetzt ist es ab. Müssen wir die aufheben, sonst ist sie nicht mehr im Bossfight dabei. Alter, wie nervig, ey. Ist sie jetzt wieder hier? Sie ist wieder hier, sehr schön. Kann ich sie ja aufheben, ne? Wenn ich die richtige Person noch finde. So viel zum Thema schnell die neuen Ebenen wieder runterlatschen. Dauert ewige drei Tage gefühlt.
Also wenn wir jetzt einen Boss in der 9. Oder vielmehr in der 10. Ebene machen, dass wir quasi dann wieder ein bisschen Stück weitergekommen sind, dann haben wir einiges geschafft heute. Devil's Children muss ich auch irgendwann nochmal spielen. In der richtigen Übersetzung. Gerade aufpassen, sonst hätte ich den Gegner angegriffen. Natürlich ist da ein starker Gegner oben. Natürlich müssen wir da lang. Der ist auch noch genau dorthin, wo wir hin müssen, gegangen. Alter! Puh, Glück gehabt. Ja, more enemies. Aber die goldenen. Dafür kann man sich mal Zeit nehmen. Find die Reaktion immer lustig. So, es ist selten. Zerstör es. Und man denkt sich so. Aber es ist doch selten, warum soll ich das hören? A rare form. Destroy it. I must protect my... A rare form. Destroy it. Natürlich, dass die Ebene jetzt die ganze Zeit diese Viecher hat, verstellert natürlich nicht den Run. Alter! Weißt du, Zentimeter vor den Dingern ist der Schuss gelandet. Der haut auch noch ab. Joss. So, wunderbar, da sind wir jetzt endlich unten angekommen. Hat ja nur ewig und 3 Tage gedauert. Vollste Aufnahme. So, gucken wir mal, was uns jetzt erwartet hier. I can sense a powerful presence below. Are you ready? Proceed. Wir antworten nicht mal drauf. Wir sagen einfach weiter, weiter, weiter. We must get through. Please hang in there. Bin mal gespannt, was... Also, Schwert gegen Garu, Feuerwürmel gegen Fufu und der Vogel ist Feuer. Alles klar. Der ist Bescheid. Nice.
Ja gut, Eis kann ich jetzt natürlich nicht anwenden. NPCs sind wieder nutzlos. Machen wir einfach nochmal dann. Ja, wenn sie jetzt den richtigen angegriffen hätte, dann wäre es vielleicht ganz eine gute Idee gewesen, was wir da gerade gemacht haben. Unsere Heiler jetzt nur heilen würden, das wäre ja fantastisch, wäre das. By the way, sie hat auch diese AOE-Heilung für alle, die sie alle gerade gebrauchen könnten. Was macht sie? Sie tut eine einzelne Person heilen. Tolle Idee. I let my guard down. Are you okay? Here. Hang in there. Geht doch. Warum nicht gleich so? Hätte ja klappen können. Wahrscheinlich nicht gegen Bosse. Leider. Ich könnte auch mal das offensichtliche Feuerding mit Eis belegen. Dann könnten wir vielleicht auch weiterkommen. Aber scheinbar wollen sie alle den Arm zuerst erledigen. Also kann ich gleich mal meine Persona wechseln auf Wind, damit ich das unterstützen kann. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah. Irgendwie automatisch. Dreieck ist ja bei den meisten Dingen irgendwie Menü für Skills oder so. Und ich so, tschick, bin auf Rush gekommen. Ah, ärgerlich. Okay, dann beim nächsten Mal. So. Natürlich ist er bestimmt ausgerissen, wenn man es braucht.
Vincent, please be careful. I need your help. That's it. The enemy is down. I need your help. Geht doch. Ich hatte letztens irgendein Spiel gesehen, da war irgendwie 90% Rabatt drauf, ne? So, auch mit ein paar Add-ons und so weiter, glaube ich, ein paar DLC und so drin. War trotzdem noch irgendwie 90 Euro oder so. Und ich dachte mir so, okay. Weiß nicht, fiel mir gerade irgendwie ein. Attack weakened. Please be careful. I need your help. The enemy is down. Now's your chance. I won't miss. Achso, das geht gar nicht. Ups. Irgendwie dachte ich ja, okay, er liegt, dann können wir ihn nochmal ordentlich reinhauen, mehr als wenn er stehen würde. War nicht der beste Gedanke, I know. Ja, bringt nichts, wenn er 1000 HP hat gefühlt. Ich hab hier 300 MB frei. Ach Quatsch, GB. Solange es nicht TB sind oder PB. Schön 300 Petabyte. Das möchte ich aber auch erstmal sehen, wie man das vollkriegt. Tolle 300 MB. Kann ich eine halbe Stunde wieder aufnehmen und dann muss ich wieder irgendwas löschen. Alle Videos von Grunt sind 1 PB groß. Kannst mal sehen, wie viel das erfordert. So, den nächsten Down. Oh, irgendwas mit Eis. Eis, Eis, Eis. Ich hab kein Eis. Würde ich sagen, nehmen wir einfach mal wieder Wind. Sie hat auf jeden Fall den richtigen Zauber.
da der letzte ist, kann man auch reinhauen. Hätte man auch schon viel schneller können, wenn man die NPCs hätte steuern können. Aber nein, die machen ja alles, außer die Leute mit ihren Schwächen angreifen. Zu viele externe Festplatten. Ich kann gar nicht zu viele externe Festplatten haben, wenn die mir ständig wegsterben. Deswegen habe ich ja auch keine mehr. Ich habe ja nur noch interne momentan. Gut, wir haben wieder eine Tür hier. Achso, nein, noch nicht. Da geht's runter. Hier, gut. So, erstmal Desert of Thrones und dann können wir wieder zurück und die nächsten Ebene angucken. Muss hier auf Starview dies noch übertragen, damit sie es random LP kann. Das Randomste daran ist, dass du quasi nicht aufnimmst, sondern runterlädst von deinem Kanal. Looks like you still have a long way to go. I guess if you feel it's too dangerous, please don't push yourself. Come back to the launch. Gucken wir mal, wie dangerous das ist. Ich kann nicht streamen und aufnehmen, wenn das mache, CPU lässt zu hoch. Ja, mit einer Nvidia-Karte hättest du halt über Karte streamen oder aufnehmen können und das andere wäre CPU. Ich streame jetzt zum Beispiel auch nicht über meinen CPU und ich nehme auch nicht über meinen CPU auf. Macht meine Grafikkarte. Ja, dass die vorgefertigte PCs eine Kack-Kraka drin hat. Tja, vorgefertigte PC, das ist das Problem. Nee, ich werde wahrscheinlich auch einen vorgefertigten das nächste Mal holen, aber der wird halt, da guck ich ja trotzdem was drauf, was drin ist. Der 16 Euro kannst du nicht meckern, besser als mein Alter. Ja, ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt
nicht die Chance gehabt hätte, was ich hole zu holen. Ich habe ja Stück für Stück die einzelnen Teile über irgendwie ein Jahr oder so verteilt geholt. Und ja, ich hätte auch lieber eine andere Grafikkarte drin gehabt. Weil da ja gerade die 30er rauskam und niemand die bekommen hat, weil die Scalper sich alle gekauft haben. Aber da gegen meinen 14 Jahre alten PC, den ich davor hatte, kann ich halt auch nicht meckern, ne? Solange es besser ist als der vorherige, ist es eine Verbesserung. Klingt vielleicht komisch, ist aber so, ne? Ich meine, ich habe ja vorhin auch schon groß darüber geredet, wie ich im Grunde genommen dadurch aufgehalten werde, dass es der Wirtschaft gerade schlecht geht, ne? Man denkt, man kann wieder was aufbauen, was ist? Man muss wieder sein Geld zusammenhalten, weil Dinge teuer und Geld gering, ne? Ist halt schwierig. Ja, das heilt ihn wieder. Kann er mal bitte nicht? No, Fatih. Wer kennt ihn nicht? Der aus Pokémon. Was ist das für eine Ebene? Sie ist fett, verdammt groß, ey. Ah! Lass mich. War klar, dass dahinter die Treppe sein muss. Wow, sogar ein Persona 3 Quote. Punkt, Punkt, Punkt! Oh, sorry. Watching you just reminded me of our old leader. I guess it's not very supportive of me to be so moody like this. When all of you down there are doing your best. I'm sorry, Aegis. I will try to be stronger. Wow.
Emo Fuka. Ah, verdammt. Genau, 50 GB frei. Pock. Nice. Können wir bitte nicht Mudo machen? Oh no. Solange sie halt nicht den nicht Aegis anvisieren, ist ja alles gut. Last one. Don't let your guard down. Sie so tough one. Mitsuru kommt an. Zack, 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 zack. Wohl doch nicht ganz so tough. Herz sollte heute ankommen. Ja, ich finde, Logo, ich versuche jetzt nicht so lange zu machen gerade. Ich hoffe ja, dass wir so ein paar Ebenen machen. Wir hatten ja gerade wieder einen Dialog gehabt nach ein, zwei Ebenen. Ich hoffe, dass wir da relativ schnell hinkommen. Aber ich finde die Treppen nicht so verdammt. Das dauert ewig, bis ich die Treppen immer finde. Jede Ebene. Es ist halt schwierig, schnell runterzugehen, wenn man das Runtergehen nicht schafft. Kommt zwischen 8 und 14 Uhr, also das Übliche. Könnte genauso gut schreiben, kommt heute. Also perfekt, genau in deiner Freizeit. Ich meine, bis maximal 2 Uhr, dann hau ich mich auch hin. Oh, auch etwas Schlaf. Jetzt die Woche mit der Arbeit. Ja, ja. Geht mir ebenso. Wir haben ja Gott sei Dank die Woche mal ausnahmsweise die gleiche Schicht bzw. bei dir Dienst. Hat er... Nein! Der hat mich einfach mit einem Arrow Rain AOE gebombt. Ich hab gespeichert, bevor ich hier... Haben wir nach dem Boss gespeichert gehabt? Nee, wir sind direkt weitergegangen, ne? Ah. Ärgerlich. Das war kein Mudo, aber es war direkt Crit Damage auf den MC.
Ah, wir haben vor dem Boss gespeichert. Ärgerlich. Müssen den Boss nochmal machen. Yay, weil er so Spaß machte. Okay. Zugegebenermaßen dachte ich auch, dass es wie bei den anderen Ebenen ist, dass du den Boss hast, dann hast du Desert of Souls, gehst da ein paar Ebenen runter und dann hast du wieder eine Sackgasse mit einer Cutscene, weswegen ich halt dann auch weitergegangen war. Gut, zugegebenermaßen haben sie aber auch gesagt, dass das eine ziemlich große Ebene ist, aber du kannst ja so einen Dialogen eigentlich nicht wirklich vertrauen. Ich liebe es, wie die NPCs alle zumeist sinnlose Aktionen von sich geben. Weißt du, was das Beste ist? Manche, ich habe hier ja manchmal eine Person an, die hat Dodge Elec, also dass sie Elektro dodgen kann. Und dann dodgt sie das nicht, weißt du? Ich kann ja jetzt gucken, wie viele Bosse wir noch machen müssen. Okay. Wir sind bei dem hier ein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir haben noch 8 Bosse vor uns in diesem Spiel. Fällt mir gerade ein, vor Persona 3 Reload kommt ja noch Persona 5 Tactics oder Taktika. Das gibt's ja auch noch. Wird jetzt wahrscheinlich kein mega geiles Spiel werden, weil, ne, ist halt so dieser, sag mal, kindliche Stil. Okay. More P5. Wann kommt ein Taktika eigentlich nochmal? November oder so? Oktober, November irgendwann? Irgendwie später im Jahr halt. Mitte, Ende November. Okay. Ein bisschen Zeit ist noch.
Können wir da 200 Stunden Persona 5 reinhauen und nochmal 150 Stunden Persona 5 Strikers? Sagt er, kriegt nicht mal Persona 3 durch. Frag mich, warum ich überhaupt 3 Euro für Takes of Systeria ausgegeben habe. Weiß nicht, ob ich mir die Scheiße nochmal geben will. Du willst! Du willst einfach nur ist, um Aufnahmen für dein Tales of Berseria Review zu machen irgendwann. Hä? Eigentlich schon. Wow. Wenn ich das mit der durchgespielten Liste gleich einfach wegbashen kann. Höchstens 10 out, 2 out of 10. Perfect. The perfect crime doesn't exist, oder was? Stimmt, ich darf den nicht anfallen. Ich hab's vergessen. Ich glaube, wenn überhaupt ich irgendwann Tales of Spiele spielen will, ich würde wahrscheinlich die Sachen so gegenüberstellen gegenüber andere Tales of Spiele. So von wegen nicht, dass es super schlecht ist oder sowas, sondern so nach dem Motto, gegenüber den anderen Spielen ist es jetzt nicht so gut. Oder andere Spiele waren besser, so in der Richtung. Hey, den darf ich anballern. Ein Punkt fürs Intro, das Intro ist gut. Weitere Punkte, wenn man Brech und Kopfschmerz zu den Credits schafft. Sozusagen True Ending Bonus. Das Gefühl, dieser Bosskampf läuft schlechter als der vorhin. Das Problem, was ich hier bei Persona 3 habe, ist, dass du über diese komischen random Tarot-Karten deine Personas bekommst oder durch Fusionieren. Und random Tarot-Karten kriegst du halt so gut wie nie, wenn du aus dem Kampf kommst. Du kriegst halt immer irgendwie ein Item, XP oder halt Geld. Ich scheiße eigentlich auf Platin spielen, einfach um es noch lustiger zu machen. Ah! 1500 Stunden wouldn't recommend. Would not buy again. Unterstreicht aber auf jeden Fall, dass man weiß, dass das Spiel nicht sehr gut ist. Weil man es halt gespielt hat. Nicht so aller, ja, 60 Stunden, keine Ahnung was, ne? Sondern 80 Stunden und hier
Platin halt, ne? So, habe ich einen mit Mediarama, weil die Leute sind langsam ein bisschen sehr am Sterben hier. Du hast Mediarama. Ja, das zweite Mal, wo ich es durchspiele und Spike hat bei dem Spiel geweint und ich frage mich, wie das überhaupt möglich ist. Was? Spike hat Gefühle gezeigt? Kann nicht sein. Jedes einzelne Thumbnail, was ich von ihm sehe, ist immer sehr so... Warte. Aber ohne Brille sieht man es eher, glaube ich. Okay, jetzt traurig. Lachend. Irgendwie so. Merkst du, dass ich keine Lust habe, den Boss nochmal zu machen, weil ich hier die ganze Zeit, wo ich kann, einfach nur Angriff machen und die anderen machen lasse. Ich hab random Screenshots von deiner Kirby, ich könnte schon Memes draus machen. Oh nein, er... Oh nein, er kann mich erpressen mit guten Thumbnails für meine YouTube-Videos. The power of the editor! Kann er mal damit aufhören, ey. Die einzige, die noch Angriffe macht. Ich meine, wir brauchen nur einen Angriff von Mitsuru, die ja Eis ist. Die hat ja fast noch volles Mana. Geht doch! Danke, Mitsuru, dass du auch mal mitdenkst. Endlich! Schon Discord. Der ist gut. Perfekt. Das Beste ist es halt ein SMT bzw. Persona
Meme ist. Damit kann ich mich identifizieren. So, jetzt tun wir aber erstmal speichern. Dann gucken wir noch, dass wir bis zu diesem einen Dialog paar Stufen weiter unten kommen. Und dann denke ich mal, reicht es so langsam, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, bevor ich halt mein Game Over hatte. Ja, ja. Ah, ja. Sehr schön. Unbelievable, ne? Unbelievable. Und guck mal, wie weit wir runterkommen, ohne dass wir irgendwie 1020 Gegner besiegen müssen. Weil wir haben ein Time Limit, wir wollen ja... Achso. Ja, long way to go. Die hat ja noch irgendwie einen anderen Satz dann später gehabt. Natürlich sind wir komplett den falschen Weg gegangen dafür. Aber was ich so vor ein paar Miniszenen von Reloaded gesehen habe in diesem Trailer, haben sie auf jeden Fall Tartarus jetzt sehr viel schöner gemacht. Dass es halt nicht einfach nur Blöcke sind mehr, sondern auch irgendwie nach oben und unten gehen kann. Finde ich schon mal positiv. Sieht so gut aus. True. Manche sagen, das sieht voll scheiße aus und ich verstehe gar nicht warum. Ah, hätte ja klappen können. Ja, weißt du, was das ist? Das ist halt so, die erwarten immer sonst was für Sachen und dann kriegen sie es nicht so hundertprozentig, wie sie es haben wollen und dann ist es wieder doof. Üblich halt. Warum kämpfen wir eigentlich gegen Zwergpanzer? Lass mal nicht machen. Ich würde sagen, das Pokémon schon. Das Ding ist halt auch, ne? Man. Okay, jetzt haben wir. Everybody, please regroup. Könnt ihr mal bitte aufhören damit? Okay. Ja, es ist Persona 5 E-Fight quasi, ne? Ne, was ich eher verstehen könnte, wenn es so aussehen würde wie Soul Hackers 2, dass sie meckern würden, weil Soul Hackers 2 ist ein Unity-Spiel. Punkt. Das ist meine Begründung. Klar, Unity kann auch gut aussehen, aber meistens, wenn jemand Unity macht, hat man eher so schlechte Performance etc. So, was so meistens dann passiert, wenn man das sieht. So, da haben wir den Satz, den wir vorhin hatten. Schauen wir mal, wie weit wir runterkommen noch. Wenn ich dann die Treppen finde und nicht die großen Gegner stattdessen. Alter. Merkst schon, Pixel ist based für Unreal Engine. Nee, wie gesagt, Unity kann gut aussehen und schön und alles, ne?
Aber meistens ist es es nicht. Wenn du merkst, dass Unity ist, dann hast du meistens irgendwie clunky Gameplay, schlechte Performance und alles Mögliche, was man halt mit, wenn man halt etwas nicht optimiert hat, ne? Und Unreal ist halt so meistens, selbst wenn sie schlecht machen, geht's noch. Ist dann halt einfach nur ein bisschen größer oder sowas. Ja. Das ist dann quasi schon wieder okay. Ich. Ich meine, das ist, dass man auch gute Spiele, die funktionieren und Performance und alles haben, auf diversen Geräten, dass das geht. Oh, Toybow. Okay. Das sieht man wahrscheinlich. Das sieht man daran, dass Genshin Impact tatsächlich einer dieser Spiele ist. Genshin Impact ist ja auch ein Unity-Spiel. Dieser Toybow sieht lustig aus. Das ist so ein Hermes-Liebesbogen scheinbar. Cool. Jetzt krieg ich hier den guten Stuff. Bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Danke. Such persistence. The enemies return to normal. Mudo. Mudo hat zwei Flügel und einen Pfeil. Ist die Treppe. Überall Gegner, keine Treppe. Alter, Treppe. How annoying. Ja, how annoying. A surprise attack. Wo sind meine ganzen Leute? Chinesisches Telefon, Vring, Vring, Error. Aha. Was? Logo! Logo! Wir haben ein Straßenschild! Good game confirmed! Da, Straßenschild! Okay, das ist ein Bushaltestellenschild. Ist trotzdem geil! Close enough, close enough. Hang in there. There's one enemy. Good luck, everyone. Geil. Straßenschild confirmed. Sie haut jetzt jeden um mit ihrem Straßenschild. Kriegen wir echt den gut. Alles klar. Wie gesagt, ich guck mal, wie weit ich hier runterkomme. Aber das hat sich schon gelohnt. Ich muss mir ja das quasi jetzt versuchen zu sichern. Nicht schlecht, nicht schlecht, ey. So viele Gegner überall.
lass mich durch! Treppe, wo bist du? Da bist du, Treppe. Hi, Treppe. 16. Februar. Ich denke mal, vor dem nächsten Boss werden wir sicher auch wieder ein Safe bekommen. I'm sensing a strong presence. It's definitely coming from 3 floors below you. Please be careful. Okay. Drei Flure noch. Zwei Flure noch. Gamma Storm. Kann ich das anlegen? Tatsache, aber es ist weniger. Aber High Odds auf 4. Und mehr Hit. Ja, die 4 Damage kann man ja, glaube ich, verkraften dann. Fucking Panzer, ey. Yukari-chan is seriously hurt. Persona! Strike attacks won't work. I let my guard down. I'll show you my true power. Your true power, sie hält sich selbst. Okay, ist keine gute Idee hier zu bleiben. Ich glaube, ich sterbe sonst. Wobei, sieht ja eigentlich ganz gut aus, was. Wir müssen nur mal mit rankommen hier. Nicht so viele Gegner. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Weil logisch, die müssen nur mal mich fokussen einmal und dann bin ich tot. Und dann ist wieder alles verloren, was wir gerade gemacht haben. Again. Was it in the form of a person? What does this mean? It feels just like a human does. But there couldn't be anyone here. Super. Da probieren wir einmal den nächsten Boss und dann machen wir Feierabend, I guess. Shadows confirmed. But that figure over there, it doesn't seem to have any intention of attacking us. Gehen wir einfach vorbei. Oh Mann, sie die den da.
Anyway, for now, concentrate on the shadows ahead. Here they come. Bei der nächsten Tür müssen wir wieder quasi Story bekommen, I guess. Eis, Lightning, Feuer. Wenn ich jetzt halt die richtigen Personas hätte, könnte ich jetzt einfach alle runterhauen. Rein vom Level sind wir, glaube ich, okay, aber ist halt schwierig, weil ich nicht die richtigen Personen habe, um alle von denen down zu kriegen. Ups, falsche Taste. Wenn sie beim Enragen einfach den Boss kickt, war eigentlich nicht so gegen. Ich meine, es ist okay, dass der Gegner angreift. Wenn er nicht gerade einen Shield hat, den er gerade eben nicht hatte. Habe ich da gerade nicht hingeguckt, dass er da egal. Okay, ich bin gleich tot. Ist nicht gut. Wäre schön, wenn Heiler heilen würden. Okay, jetzt halt mir das Buch. Schon wieder? Are you okay? Please.
Warum heilt sie uns nicht? Weil sie hat doch noch 77 Mana. Warum haut ihr da nur die Dinger raus? Perfekt, wir sind infuriated. Wir sind tot, noch besser. Perfekt. Dann würde ich sagen, ist das jetzt so ziemlich ein guter Punkt, um aufzuhören. Den Boss machen wir dann halt einfach beim nächsten Mal. Und dann geht's weiter mit Persona 3. Fies.